Ja, wie schon angekündigt, wollen wir uns heute Morgen die 7 Feste des Herrn zusammen ansehen, die wir in 3. Mose Kapitel 23 schön aufgelistet finden. Bevor wir uns den Bibeltext ansehen werden, möchte ich uns noch erinnern daran, in welcher Situation das Volk Israel damals gewesen ist, als Mose diesen Abschnitt im 3. Buch Mose Kapitel 23 geschrieben hat. Im 2. Buch Mose wird die Errettung des Volkes Israel aus der Versklavung in Ägypten beschrieben. Gott führt sein Volk unter mächtigen Zeichen und Wundern aus Ägypten heraus, und zwar bis zum Berg Sinai. Und dort gibt er Mose die Gesetzestafeln und lässt dann die Stiftshütte errichten. Mose hat das 3. Buch offensichtlich schon bald nach Abschluss des 2. Buch Mose geschrieben. Es enthält die von Gott geoffenbarten Ausführungsbestimmungen für den heiligen Priester- und Opferdienst, den das Volk zunächst im Wesentlichen durch die Leviten und dann auch besonders durch das aaronitische Priestertum darbringen sollte. Wann ist das 3. Buch Mose geschrieben worden? Vermutlich etwa 1500 vor Christus. Und direkt im Anschluss kommt dann das 4. Buch Mose, und wir wissen, dass das 4. Buch Mose sich dann um die Wüstenwanderung des Volkes Israel auf dem Weg ins gelobte Land handelt. Jetzt fragen sich einige von euch vielleicht, warum bei einer Endzeitkonferenz über diesen Text im Alten Testament, 3. Mose 23, die Feste des Herrn, was haben die denn eigentlich für eine Bedeutung für uns und vor allen Dingen für eine endzeitliche Bedeutung? So, natürlich finden wir dort, wenn wir das dann gleich auch miteinander lesen werden, eine rein beschreibende Erklärung über diese Einsetzung dieser 7 Feste. Und die hat natürlich eine Bedeutung auch für das Volk Israel und haben es bis heute noch eine Bedeutung für das Volk Israel. Aber nicht nur das. Die alttestamentlichen Schriften sind uns gegeben, wie wir vom Apostel Paulus wissen, zur Ermahnung, zum Trost und zur Ermutigung. Und sie sind eigentlich schattenbildliche Vorausschauungen auf das, was noch kommen sollte. Es ist, diese 7 Feste des Herrn sind sinnbildliche, schattenbildliche Hinweise auf das Heilshandeln Gottes mit allen Menschen. Und zwar vom Sterben des Messias bei seinem ersten Kommen bis zur Errichtung des messianischen Friedensreiches nach dem zweiten Kommen des Messias in Macht und Herrlichkeit. Und das finden wir alles in diesem Kapitel 3. Mose 23 sinnbildlich oder schattenbildlich dargestellt, wie wir noch sehen werden. Der Apostel Paulus weist im Korintherbrief auf die besondere Bedeutung hin. Die zwei Verse möchten wir lesen im Kolosserbrief Kapitel 2. Die Verse 16 und 17. Hier erklärt der Apostel Paulus, dass die 7 Feste ihre Erfüllung durch den Herrn Jesus finden. Kolosser 2, Verse 16 und 17. Dort lesen wir: So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Und hier unten in der Fußnote finden wir hier in der Schlachterübersetzung, wovon der Körper des Christus ist, das heißt der Körper, der den Schatten wirft. Das heißt, wir haben hier eine schattenbildliche Vorausschau auf das, was wir im Herrn Jesus bei seinem ersten und zweiten Kommen noch genauer sehen werden. Bevor wir uns jetzt die 7 Feste des Herrn genauer ansehen, müssen wir uns noch auf einige Besonderheiten einstimmen des hebräischen Kalenders. Der hebräische Kalender ist anders als unser Kalender, den wir heute verwenden, ein Mondkalender. Er basiert auf dem Mond. Unser heutiger Kalender basiert dagegen auf dem Sonnenkalender. Und das hat ganz gewisse Unterschiede, zieht das mit sich. Das jüdische Kalenderjahr beginnt nicht im Januar, sondern es beginnt mit dem Monat Nisan, das ist der erste Monat im jüdischen Kalender, und der liegt umgerechnet auf unseren Kalender im März oder im April. Das verschiebt sich von Jahr zu Jahr etwas.
Ein neuer Monat beginnt im jüdischen Kalender mit dem Erscheinen des Neumondes. Das nennt man im Hebräischen Rosh Kodesh. Beim Neumond steht der Mond genau zwischen Sonne und Erde. Und man kann von der Erde aus, und wir schauen ja immer von der Erde aus, nur die dunkle Seite des Mondes sehen. Und weil die Mondzyklen etwas kürzer sind als die Sonnenzyklen, verschiebt sich der Mondkalender zum Sonnenkalender. Und um das auszugleichen, wird alle 19 Jahre ein Schaltmonat, ein 13. Schaltmonat eingefügt, damit die Feste wieder in der richtigen Jahreszeit liegen. Und das ist besonders wichtig, wir werden das noch sehen, weil einige der Feste auch einen direkten Bezug haben auf Jahreszeiten, nämlich auf die Erntezeiten. Und wenn man das nicht ausgleichen würde, dann würde alles nicht mehr stimmen. Jetzt gibt es noch eine weitere Besonderheit des hebräischen Kalenders und das ist der Beginn des Tages. Bei uns beginnt der Tag ja am Beginn des Tages, oder? Und der Tag im hebräischen Kalender beginnt am Vorabend des Vortages. Und wenn man das nicht weiß, dann sind ganz viele Berichte in der Bibel unverständlich oder missverständlich. Warum ist das so? Die Juden beziehen sich dort auf den Text aus 1. Mose 1, Vers 5b, und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Das heißt, der Tag beginnt schon am Abend und geht bis zum nächsten Tag. Genau. Und alle jüdischen Feste, die wir uns jetzt anschauen werden, beginnen also schon jeweils am Vorabend. Und das ist sehr, sehr wichtig, werden wir noch sehen. Wir beginnen im dritten Buch Mose mit den ersten drei Versen. Ich lese aus Schlachter 2000. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Dies sind meine Feste. 6 Tage lang soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist ein Sabbat, der Ruhe. Eine heilige Versammlung, da sollt ihr kein Werk tun, denn es ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnorten. Hier wird die Heiligkeit des Sabbat besonders betont. Die Regeln für den Sabbat werden schon vorher, vor 3. Mose 23, im Detail weitergegeben und hier lediglich ganz kurz bestätigt mit diesem einen Vers in Vers 3. Das bedeutet, dass die Sabbatvorschriften, die den Juden natürlich bekannt waren und auch heute bekannt sind, genauso für die nachfolgenden 7 Feste des Herrn gelten, wie auch zu allen anderen Jahreszeiten im Kalender. Wir werden uns heute Morgen den Sabbat nicht in allen Details anschauen können, das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Ich versuche ja, die Zeit einigermaßen einzuhalten heute Morgen. Wäre das eigentlich nochmal ein separater Vortrag oder eine separate Botschaft. Aber ganz wichtig, der Sabbat spielt auch bei den nachfolgenden 7 Festen eine große Rolle und die Regeln und die Gesetze des Sabbats gelten auch hierfür. Wir kommen nun zum ersten Fest und das ist das Passafest. Ich lese dort die Verse 4 und 5. Das Passa findet statt am 4. Nisan, also der erste Monat im jüdischen Kalender, am 14. Tag. Das ist umgerechnet für uns, wie schon gesagt, März oder April. Das sind aber die Feste des Herrn, die heiligen Versammlungen, die ihr zu festgesetzten Zeiten einberufen sollt, im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, zur Abendzeit ist das Passa des Herrn. Bei dem Passafest handelt es sich um das wichtigste jüdische Fest. Das Wort Passa geht zurück auf das hebräische Wort Pessach und das bedeutet, wie wir hier in der Fußnote lesen, das verschonende Vorübergehen des Herrn bei den Israeliten in Ägypten. Also schonendes Vorübergehen, schonendes Vorüberschreiten. Das Passamahl erinnert also an die Befreiung Israels aus der ägyptischen Sklaverei. Nach den ersten 9 Plagen, wo sich ja der Pharao immer sein Herz verhärtet hat,
kündigt Mose nun dem Pharao die 10. Plage an und das war die folgende: Alle männliche Erstgeburt musste sterben. Im ganzen Land. Nun gab es die besondere Anweisung, die Türrahmen der israelischen Häuser mit Blut von einem makellosen Lamm zu bestreichen. Und das hatte den Grund, dass nämlich in der Nacht, als der Todesengel durch das Land Ägypten gezogen ist und dabei an jedem ägyptischen Haus vorbeikam, hat er dort die Erstgeburt erschlagen. Und wenn nun der Todesengel bei einem israelischen Haus vorbeigekommen ist, hat er das Blut am Türrahmen gesehen und hat dieses Haus verschont und die Erstgeburt, die in diesem Haus lebte, verschont. Und nach dieser schrecklichen 10. Plage hat Pharao dann das Volk Israel aus Ägypten ausziehen lassen. Und daran erinnert das jährlich zu feiernde Passafest: Das Volk Israel soll sich daran erinnern, dass es aus der Sklaverei in Ägypten erlöst worden ist durch Gott den Allmächtigen. Der Herr Jesus hat das Passamahl im Obersaal mit seinen Jüngern gefeiert, gegessen und gesagt, dass er sich danach gesehnt habe, vor seinem Leiden dieses Passa noch einmal mit ihnen zu essen. Und am nächsten Tag starb der Herr Jesus als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt, wie es der Apostel Johannes in Johannes 1, Vers 29 geschrieben hat, vorausgesagt natürlich in Jesaja 53 am Kreuz auf Golgatha. Und durch das dabei geflossene kostbare Blut des Herrn Jesus sind wir aus der Sklaverei der Sünde erlöst worden. Wie damals das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten, sind wir aus der Sklaverei der Sünde erlöst worden durch das Blut des Herrn Jesus. Er hat damit auf Golgatha das Passafest, was ja seine Erlösung oder die Erlösung durch ihn vorausschattete, vollkommen erfüllt. Und in diesem Gedenken feiern wir in diesem Gedenken an seine Leiden feiern wir wie damals und auch heute noch die Israelis, das Volk Israel, das Passafest, feiern wir das Abendmahl und erinnern uns daran, was er für uns getan hat. Wir kommen zum zweiten Fest. Das ist das Fest der ungesäuerten Brote, hebräisch Chag HaMatzot. Das wird gefeiert vom 15. bis 21. Nisan. Also wir sind immer noch im ersten Monat des jüdischen Kalenders, übersetzt auf unseren Kalender März oder April. Wir lesen die Verse 6 bis 8. Und am 15. Tag desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten und ihr sollt dem Herrn 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am 7. Tag ist eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Also für die Dauer von 7 Tagen, ein Fest, das 7 Tage dauert, für die Dauer von 7 Tagen soll das Volk Israel ungesäuerte Brote essen. Das erinnert an das Brot, das in aller Eile ohne Hefe gebacken worden ist, als der Herr das Volk in aller Eile aus Ägypten herausgeführt hat. Wir wissen, dass im Wort Gottes das Wort Sauerteig auch eine sinnbildliche Bedeutung hat. Es steht nämlich für die Sünde, das finden wir zum Beispiel in Lukas 12, Vers 1 und in 1. Korinther 5, Vers 8. Und hier geht es um das ungesäuerte Brot, hebräisch Matze. Das steht dafür, ohne Sünde zu sein. Wer war ohne Sünde? Kein Mensch ist ohne Sünde. Der Einzige, der ohne Sünde war, ist der Herr Jesus selber. Der einzige sündlose Mensch, wie Paulus in Hebräer 4, Vers 15 schreibt. Damit ist dieses ungesäuerte Brot ein Sinnbild für den Herrn Jesus, dem einzigen sündlosen Menschen. Dieses Fest der ungesäuerten Brote ist das erste von insgesamt 3 Wallfahrtsfesten, zu denen alle jüdischen Männer nach Jerusalem pilgern mussten, um vor dem Herrn, deinen Gott, zu erscheinen, wie wir lesen in 5. Mose 16, Vers 16. Sie sollten vor dem Herrn, ihrem Gott, erscheinen. Wir kommen zum dritten Fest, das Fest der Erstlingsfrucht, hebräisch Reishit.
Der erste Tag nach dem Sabbat. Wir lesen die Verse 9 bis 14. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgabe von eurer Ernte zum Priester bringen. Der soll die Gabe weben vor dem Herrn zum Wohlgefallen für euch. Am Tag nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Ihr sollt aber an dem Tag, an dem ihr eure Gabe webt, dem Herrn ein Brandopfer opfern von einem makellosen einjährigen Lamm und das dazugehörige Speisopfer, 2/10 Feinmehl mit Öl angerührt, ein Feueropfer dem Herrn zum lieblichen Geruch, damit das dazugehörige, sowie das dazugehörige Trankopfer, 1/4 Hin Wein. Ihr sollt aber weder Brot noch geröstetes Korn noch Jungkorn essen bis zu eben diesem Tag, da ihr eurem Gott diese Gabe darbringt. Das ist eine ewig gültige Ordnung für eure künftigen Geschlechter in allen euren Wohnorten. Also bis zu diesem Tag, bis zu diesem Fest der Erstlingsfrüchte, durfte niemand in Israel in diesem Jahr Gerste ernten. Die erste Ernte der Gerste musste zunächst einmal zum Tempel gebracht werden und Gott dort geweiht werden. Erst danach durfte das Volk damit der Gerstenernte beginnen. Was symbolisiert dieses Fest der Erstlingsfrüchte? Es symbolisiert die Auferstehung des Herrn Jesus aus den Toten, der am dritten Tag auferstanden ist, wie wir das zum Beispiel im Lukas-Evangelium Kapitel 24 ab Vers 44 lesen. Nun habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, warum 3 Tage? Von Karfreitag bis Ostersonntag sind es ja eigentlich nur 2 Tage. Aber man muss eben die hebräische Zählweise berücksichtigen. Der erste Tag war die Kreuzigung und das Begräbnis am Freitagnachmittag. Das war der erste Tag, der Freitag. Und der Sabbat, der beginnt dann am Abend und geht bis zum Spätnachmittag des unsrigen Samstags, oder? Das ist der zweite Tag. Und dann haben wir noch einen dritten Tag, das ist nämlich die Auferstehung am ersten Tag, am Tag des Herrn, am ersten Tag nach dem Sabbat. Und der beginnt eben schon am Abend des Samstags und geht dann bis zum Sonntag. Und damit haben wir 3 Tage nach hebräischer Zählweise. Der Herr Jesus hat das Fest der Erstlingsfrüchte als Erstling aus den Toten erfüllt. Er war der erste Mensch, der aus dem Tod auferstanden ist und ewig lebt. Es gab ja schon einige, die er auferweckt hat aus den Toten, aber die sind ja später wieder gestorben, wie zum Beispiel Lazarus. Aber er selber ist der Erste, der aus dem Tod auferstanden ist, den Tod besiegt hat und nicht mehr gestorben ist. Wie wir lesen, 1. Korinther 15, Vers 20. Und eben an die Erinnerung, an die Auferstehung des Herrn Jesus, feiern die Gläubigen in jedem Jahr das Auferstehungsfest oder auch, wie man so im Alltag sagt, das Osterfest. Und ab dem ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote werden nun 50 Tage abgezählt bis zum nächsten Fest. Das ist das sogenannte Wochenfest. Das findet statt, hebräisch Shavuot, am 6. Sivan. Das kann man übersetzen in unserem Kalender in den Mai oder Juni. Je nach Jahr liegt das im Mai oder Juni. Wir lesen die Verse 15 bis 22. Danach sollt ihr euch vom Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webegabe darbringt, 7 volle Wochen abzählen, bis zu dem Tag, der auf den 7. Sabbat folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen 2 Webebrote bringen, von 2/10 Eva Feinmehl zubereitet. Die sollen gesäuert gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. Zu dem Brot aber sollt ihr 7 einjährige makellose Lämmer darbringen und einen Jungstier und 2 Widder. Das soll das Brandopfer für den Herrn sein und das dazugehörige Speisopfer und Trankopfer, ein Feueropfer dem Herrn zum lieblichen Geruch. Ihr sollt auch einen Ziegenbock zum Sündopfer und 2 einjährige Lämmer zum Friedensopfer opfern. Und der Priester soll sie samt den Erstlingsbroten weben, zusammen mit den beiden Lämmern als Webopfer vor dem Herrn. Die sollen dem Herrn heilig sein und dem Priester gehören. Und ihr sollt an eben diesem Tag ausrufen lassen, eine heilige Versammlung soll es euch sein und keine Werktagsarbeit sollt ihr verrichten,
Das ist eine ewig gültige Ordnung in allen euren Wohnorten für eure künftigen Geschlechter. Wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, so sollst du dein Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese deiner Ernte halten, sondern es dem Armen und dem Fremdling überlassen. Ich, der Herr, bin euer Gott. Das ist das Wochenfest. 50 Tage nach dem ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote wird das Wochenfest gefeiert. Das ist das vierte Fest. Dann wird Gott ein Opfer vom neuen Sommerweizen erhalten und zwei Laibe Brot, bestehend aus feinem Mehl und Sauerteig, wird ihm dargebracht. In 5. Mose 16, Vers 16 lesen wir, dass auch das Wochenfest eines der drei Wallfahrtsfeste war, in denen alle männlichen Juden nach Jerusalem ziehen mussten. Also ein besonders bedeutsames Fest. Nach seiner Himmelfahrt hat der Herr Jesus seinen Jüngern aufgetragen, zunächst einmal in Jerusalem zu bleiben. Das lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und zum Wochenfest, was sie auch gefeiert haben, haben sie sich dann im Obergemach versammelt. Und dann hat der Heilige Geist das Haus mit einem Brausen wie von einem gewaltigen Wind und mit Zungen wie von Feuer erfüllt und kam über die Jünger. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2. Der Apostel Petrus erklärt dann dieses Geschehen unter Bezugnahme auf Joel 3 und mehr als 3000 Menschen taten daraufhin Buße und ließen sich taufen. Apostelgeschichte 2, Abvers 37. Nun, die aus Mehl und Sauerteig hergestellten beiden Brotlaibe, die dem Herrn als Opfer dargebracht wurden, stehen sinnbildlich für die jüdischen und für die heidnischen Sünder. Beide werden zur Gemeinde hinzugetan an Pfingsten. Wir haben ja gehört, dass Sauerteig für die Sünde steht. Wir sind Sünder, sowohl die Juden als auch die Heiden, und dafür stehen diese beiden Brote. Und die gläubigen Christen feiern bis heute ja jährlich in Erinnerung an die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Gründung der Gemeinde das Pfingstfest. Griechisch Pentekoste, und das bedeutet übersetzt 50, das nimmt genau Bezug auf diese 50 Tage. So, nun sind wir durch die ersten vier Feste des Herrn gegangen, die finden alle im Frühling statt, nach dem hebräischen Kalender, der ja mit dem Monat Nisan beginnt. Sie haben alle mit dem ersten Kommen des Messias und dann mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zur Gründung der Gemeinde an Pfingsten zu tun und haben sich darin erfüllt. Und nun liegt nach 3. Mose 23, 22 eine Pause von 4 Monaten, bis dann die letzten drei Feste auch noch beschrieben werden und gefeiert werden. Also wir haben hier eine Pause zwischen den ersten 4 Festen und den letzten 3 Festen. Was hat diese Pause zu sagen? Die Pause bezieht sich eigentlich auf die Gnadenzeit, die Zeit der Gemeinde, die bis heute und darüber hinaus noch andauert, in der wir heute leben. Die 3 im Herbst nach dem jüdischen Kalender stattfindenden Feste haben sich bisher noch nicht erfüllt. Wir werden da gleich noch darauf zu sprechen kommen. Die Erfüllung der letzten 3 Feste erfolgt erst mit der Wiederkunft des Messias in Macht und Herrlichkeit, wenn er wiederkommt. Und das ist er bis jetzt noch nicht. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir jetzt uns die 3 letzten Feste noch anschauen. Also die ersten 4 Feste haben sich schon erfüllt mit dem ersten Kommen des Messias. Die letzten 3 Feste werden sich noch erfüllen, wenn der Herr wiederkommt. Wir schauen uns zunächst das Posaunenfest an, hebräisch Yom Truah oder Rosh Hashanah. Das wird gefeiert am 1. Tischri, und der 1. Tischri ist übersetzt in unseren Kalender, liegt im September oder Oktober, also deutlich später als die ersten Feste. Wir lesen die Verse 23 bis 25. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sprich, im 7. Monat, am 1. des Monats soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall,
eine heilige Versammlung. Ihr sollt keine Werktagsarbeit verrichten, sondern dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Am Posaunenfest beginnt in Israel das bürgerliche neue Jahr. Das religiöse Jahr, haben wir ja gesehen, beginnt im Frühling, am 1. Nisan vor dem Passafest. Und das bürgerliche neue Jahr beginnt hier mit dem 1. Tischri. Also in Israel wird zweimal Neujahr gefeiert im Jahr. Ist noch interessant, ne? Und hier lesen wir ja, dass während des Gottesdienstes ein Schofarhorn 100 Mal geblasen wird. Das ist ein Widderhorn gewesen, also ein Tierhorn gewesen, oder auch heute wird das ja immer noch genutzt in Israel. Das wird 100 Mal geblasen. Worauf weist dieses Posaunenfest hin? Oder hier in der Schlachter 2000 steht in der Überschrift das Fest des Hörnerschalls. Worauf weist das hin? Das Posaunenfest weist auf die vor uns liegende Entrückung der Gemeinde hin und wird dadurch erfüllt werden. Das Erschallen der Posaune bei der Entrückung der Gemeinde ist ein wesentliches Element und wird vom Apostel Paulus in den beiden zentralen Stellen zur Entrückung auch erwähnt. Wir wollen uns die anschauen. Ich denke, viele von euch kennen die. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, ab Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selber wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Und die zweite Stelle finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Ab Vers 50. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Also auch hier wieder die Posaune, für die das Posaunenfest steht, wird auch hier erwähnt, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg, Tod, wo ist dein Stachel, Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Die Entrückung, von der hier Paulus spricht, erfolgt, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Also das ist die Voraussetzung. Die Vollzahl der Heiden muss eingegangen sein. Wie viele das sind, wissen wir nicht. Aber Gott weiß das und er weiß genau den Moment, wenn die Vollzahl eingegangen ist und dann wird die Entrückung entstehen. Damit wird dann die Gnadenzeit, die Zeit der Gemeinde, zu ihrem Ende kommen und das Volk Israel wird wieder an seinen angestammten Platz gesetzt, aber vor ihnen wird eine sehr schwierige Zeit liegen. Aber es wird wieder eingesetzt in die von Gott vorherbestimmte, in den von Gott vorherbestimmten Platz. Das wird durch das Posaunenfest vorausgeschattet.
Und dann kommen wir zum nächsten Fest, das ist der große, oder das ist der Versöhnungstag oder der große Versöhnungstag. Hebräisch Yom Kippur findet statt am 10. Tischri, wiederum im gleichen ersten bürgerlichen Monat des hebräischen Kalenders, für uns im September und Oktober. Und wir lesen dazu die Verse 26 bis 32 aus unserem Kapitel 3. Mose 23. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Am 10. Tag, in diesem 7. Monat, ist der Versöhnungstag. Der soll euch eine heilige Versammlung sein, und ihr sollt eure Seelen demütigen und dem Herrn ein Feueropfer darbringen, und ihr sollt an diesem Tag keine Arbeit verrichten, denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, euren Gott. Denn jede Seele, die sich an diesem Tag nicht demütigt, die soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Und die Seele, die an diesem Tag irgendeine Arbeit verrichtet, die will ich vertilgen mitten aus ihrem Volk. Ihr sollt keine Arbeit verrichten, das ist eine ewig gültige Ordnung für eure künftigen Geschlechter an allen euren Wohnorten. An Sabbat der Ruhe soll es für euch sein, und ihr sollt eure Seelen demütigen. Am 9. Tag des Monats, am Abend, sollt ihr die Feier beginnen, und sie soll währen von einem Abend bis zum anderen. In den 10 Tagen vom Posaunenfest bis zum Versöhnungstag wird das Volk Israel aufgerufen zur Buße und zur Umkehr. Die Zeit zwischen der Entrückung der Gemeinde und der Wiederkunft des Messias in Macht und Herrlichkeit wird eine Zeit von unvorstellbarer Trübsal sein für das Volk Israel. Wir lesen im Propheten Sacharja darüber, in Sacharja 13, die Verse 8 und 9, dass 2/3 des Volkes Israel dann umkommen wird. Wir wollen das mal aufschlagen, auch eine bekannte Stelle. Sacharja 13, Verse 8 und 9, das ist in den kleinen Propheten. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen, 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert, und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk, und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Der Messias wird dann in Macht und Herrlichkeit wiederkommen, und Israel, dieser gläubige Überrest Israels, das letzte Drittel, wird auf ihn schauen, den es einst durchbohrt hat, und wird bereuen. Das lesen wir in Sacharja 12, Vers 10, also ein Kapitel vorher. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Und damit ist der Herr Jesus gemeint. Und an diesem Tag der Reue wird Israel schließlich vergeben werden, und der dann noch lebende Überrest, dieses letzte Drittel des Volkes, wird für immer wiederhergestellt werden, wie wir dann im Detail noch lesen bei Jesaja Kapitel 66 ab Vers 7. Wir kommen dann zum letzten der 7 Feste, das ist das Laubhüttenfest, das wird auch im Monat Tischri gefeiert, und zwar am 15. Tag des Monats Tischri, wiederum übersetzt in unseren Kalender September und Oktober. Wir wollen da die letzten Verse noch ab Vers 33 lesen aus unserem Kapitel 23. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sprich, am 15. Tag dieses 7. Monats soll dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden, 7 Tage lang. Am 1. Tag ist eine heilige Versammlung, da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. 7 Tage lang sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen, und am 8. Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Es ist eine Festversammlung, da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten.
Das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Versammlungen einberufen sollt, um den Herrn Feueropfer, Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer darzubringen, jeden Tag das, was vorgeschrieben ist. Zusätzlich zu den Sabbaten des Herrn und zu euren Gaben und zusätzlich zu allen euren Gelübden und allen euren freiwilligen Gaben, die ihr dem Herrn gebt. So sollt ihr nun am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten, 7 Tage lang. Am 1. Tag ist ein Feiertag und am 8. Tag ist auch ein Feiertag. Ihr sollt aber am 1. Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenzweigen und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bachweiden, und ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn, euren Gott. Und so sollt ihr dem Herrn das Fest halten, 7 Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein für eure künftigen Geschlechter, dass ihr dieses im 7. Monat feiert. 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen, alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Und Mose verkündete den Kindern Israels die Feste des Herrn. Also 5 Tage nach dem Versöhnungstag soll das Laubhüttenfest gefeiert werden. Wiederum ein einwöchiges Fest der Herbsternte, währenddem provisorische Laubhütten gebaut wurden von dem Volk Israel, und zwar aus Zitronen, Palmen, Myrten und Weidenzweigen. Als Erinnerung daran, wie das hebräische Volk unter Gottes Schutz während der 40 Jahre in der Wüste gelebt hat. Weitere Details dazu findet man auch im Buch Nehemia, Kapitel 8, den Versen 14 bis 17. Nehemia entdeckt ja dieses Fest neu und lässt es dann wieder neu feiern durch das Volk Israel. Und dort finden wir noch weitere Details dazu. Dieses Fest erinnert das Volk an Gottes Treue und seinen Schutz und ist ein Grund von sehr großer Freude, wie wir das dann auch im Nehemia 8 lesen, dass das Volk sich mit sehr großer Freude gefreut hat. Und wie wir gelesen haben, ist das Laubhüttenfest auch ein Bild für die Herbsternte. Also in Israel wird ja 2-mal geerntet im Jahr, und das Laubhüttenfest fällt genau in diese Zeit. Sukkot gehört ebenfalls zu den 3 Wallfahrtsfesten, zu denen alle männlichen Juden aufgefordert sind, nach Jerusalem zu ziehen, um vor dem Herrn, deinen Gott, zu erscheinen, wie wir in 5. Mose 16, Vers 16 finden. Wofür steht nun dieses Laubhüttenfest? Nach der Wiederkunft des Messias in Macht und Herrlichkeit am Ende der Trübsalzeit wird er sein 1000-jähriges messianisches Friedensreich auf Erden aufrichten. Und zwar ganz praktisch auf Erden aufrichten. Und dann sollen alle Nationen sich freuen und die wunderbaren Segnungen von Gottes Königreich miteinander teilen. Aktuell, unter dem mosaischen Gesetz, ist das Laubhüttenfest nur für die Juden verbindlich, wie wir gelesen haben. Nur die Juden sollen das feiern. Es gibt einige Christen, die das auch heute schon vorweg feiern, aber das ist eigentlich gar nicht vorgesehen. Im tausendjährigen Friedensreich, erst dann, wenn der Messias dieses tausendjährige Friedensreich auf Erden eingerichtet hat, sollen alle Völker an diesem Fest teilnehmen. Und das lesen wir wiederum im Buch Sacharja, das sollen wir auch noch aufschlagen, einfach um das richtig einordnen zu können, wenn ihr mal zu einem Besuch in Israel eingeladen werdet, um das Laubhüttenfest zu feiern. Das ist dann noch ein bisschen zu früh. Das sollten wir erst dann einplanen, wenn das Friedensreich, das tausendjährige Friedensreich tatsächlich etabliert worden ist. Und dazu muss der Herr Jesus ja vorher gekommen sein. Wir lesen aus Sacharja 14 die Verse 16 bis 19. Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen, dasjenige von den Geschlechtern der Erde, das nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Herrscharen, anzubeten, über dieses wird kein Regen fallen. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzieht und nicht kommt, dann wird er auch über sie nicht fallen. Das wird die Plage sein, mit welcher der Herr die Heidenvölker schlagen wird, die nicht heraufkommen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Das wird die Strafe für die Ägypter und die Strafe für alle Heidenvölker sein, die nicht hinaufziehen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Also dieses Fest wird dann, wenn der Herr das tausendjährige Friedensreich etabliert hat auf Erden, von allen gefeiert werden.
dürfen oder müssen. Ja. Ich komme zur Zusammenfassung. Der erste Teil der sieben Feste des Herrn, nach 3. Mose 23, beinhaltet vier Feste, wie wir gesehen haben, die sich schon alle erfüllt haben durch das erste Kommen des Herrn Jesus. Das Passafest deutet auf seinem Tod hin, am Kreuz auf Golgatha. Das Fest der ungesäuerten Brote auf sein sündloses Opfer, deswegen ungesäuerte Brote. Das Fest der Erstlingsfrüchte auf seine Auferstehung am dritten Tag. Und das Wochenfest, wir sagen dazu Pfingstfest heute, auf die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Gründung der Gemeinde. Und nach diesen vier Festen, haben wir gesehen, gibt es im jüdischen Kalender eine lange Pause von 4 Monaten. Und diese lange Pause erfüllt sich aktuell noch in der Gnadenzeit, in der Zeit der Gemeinde, in der wir heute leben. Und dann kommen noch die 3 übrigen Feste, die sich bisher noch nicht erfüllt haben, mit der Wiederkunft des Messias in Macht und Herrlichkeit. Das ist der 2. Zyklus der Feste, nämlich die letzten 3 Feste. Es beginnt mit dem Posaunenfest, das deutet auf die Entrückung der Gemeinde hin. Dann der Versöhnungstag, das bildlich steht für die Trübsal, in das die, besonders das Volk Israel natürlich ein sehr schweres Leiden erleben wird, aber an dessen Ende der lebende Überrest, das letzte Drittel, das überbleibt, Buße tun wird, sich zum Herrn bekehren wird und angenommen wird vom Herrn. Dadurch wird dann ganz Israel, nämlich dieser Überrest Israels, errettet werden und mit Gott versöhnt werden. Und dann haben wir das letzte Fest, das ist das Laubhüttenfest, welches dann erfüllt sein wird, wenn der Herr Jesus das 1000-jährige messianische Friedensreich auf Erden errichten wird. Wir sehen also eine sehr, sehr klare Struktur und Ablauf, vorausgeschattet im Alten Testament schon in den Berichten der 7 Feste, was noch zukünftig, zur damaligen Zeit noch zukünftig passieren würde. Und wir haben ja gesehen, und das hat der Apostel Paulus in Kolosser 2 ab Vers 16 geschrieben, dass diese 7 Feste Schattenbilder sind für Dinge, die noch kommen sollten. Und genau das beschreibt dieses Kapitel 3. Mose 23, der Erlösungsplan Gottes für die von ihm erschaffene Welt. Und deswegen wird dieses Kapitel auch sehr häufig Kalender der göttlichen Erlösung genannt. Ist wunderschön, oder? Kalender der göttlichen Erlösung. Und wenn wir uns jetzt da einordnen müssten, wo stehen wir da? Wir stehen im Grunde genommen genau im Übergang zwischen den ersten 4 Festen und den letzten 3 Festen. In dieser langen Übergangszeit, da befinden wir uns. Und wir befinden uns am Ende dieser langen Übergangszeit. Und deswegen halten wir ja auch diese Endzeitkonferenzen hier. Es ist ganz wichtig, uns dort einzuordnen, denn gerade in den schwierigen Prüfungen, in denen wir aktuell stehen, und was da vor uns steht, haben wir ja gestern Abend schon andeutungsweise ziemlich deutlich gehört, was noch vor uns steht. Wir stehen in einer Zeit der schweren Prüfungen und Anfechtungen, aber wir dürfen wissen, auch besonders in dieser Zeit, dass der Herr bald wiederkommen wird, dass der Herr seine Gemeinde in die Herrlichkeit des Vaterhauses entrücken wird und dass er dann in Macht und Herrlichkeit für alle sichtbar wiederkommen wird, der Überrest Israels sich zu ihm kehren wird, angenommen wird und danach das 1000-jährige messianische Friedensreich auf Erden aufgerichtet wird. All diese Geschehnisse, die ja noch kommen werden, werden natürlich im Neuen Testament noch viel deutlicher erklärt und beschrieben. Aber wir dürfen schon, wenn wir in das Alte Testament, in das 3. Buch des Alten Testamentes schauen, einen Ausblick bekommen auf das, was noch vor uns steht. Und das darf uns ermutigen, so wie das der Paulus geschrieben hat. All diese Dinge aus dem Alten Testament dienen uns zur Ermutigung und zum Trost, gerade in schwierigen Zeiten. Maranatha, der Herr komme bald. Wir wollen uns erheben und noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir dürfen wirklich staunen. Wir dürfen staunen darüber, dass du schon alles gewusst hast, es deinem Boten Mose vor 3500 Jahren schon so klar und deutlich mitgeteilt hast und wir das immer noch heute haben dürfen in deinem Wort.
das lesen dürfen und verstehen dürfen, was noch auf uns zukommt. Hab Dank, dass du alles in deiner Hand hast, dass wir wissen dürfen, wo wir uns dort einsortieren können, zeitlich einsortieren können, und dass wir wissen, dass du bald wiederkommst. Und die drei Feste, die sich bisher noch nicht erfüllt haben, dann genauso präzise erfüllen wirst, wie die ersten vier Feste, die schon genau sich so erfüllt haben mit deinem ersten Kommen. Herr Jesus, hab Dank, dass wir das wissen dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir in all den Anfechtungen, in denen wir stehen, in all den Sorgen und Nöten, die uns umgeben, wissen dürfen, du kommst zu deinem Ziel mit jedem von uns. Hab Dank dafür. Wir preisen dich. Amen. Amen.